Das und mehr jetzt im Soundvlog. Na komm schon. Yeah, herzlich willkommen zum 327. Soundvlog. Ja, ein Lied geht gerade groß durch die Runde und das ist der Gaucho Dance. Der Grund dafür ist, dass man sich sehr darüber aufregt, dass der Song kritisiert wurde. Ich glaube, so ist gerade der Stand. Ne? Ja, Sommerloch lässt grüßen. Demnächst werden wir dann die Meldung kriegen, dass es sich öffentlich darüber empört wird, dass es Leute gibt, die sich darüber empören, dass dieser Song kritisiert wurde. Keine Ahnung, Gaucho Dance ist auf jeden Fall Thema des Tages heute. Kleines Tutorial, wie spiele ich das eigentlich? Und was muss ich vielleicht dafür können? Was an Musiktheorie hilft mir dabei, diesen Song zu spielen? Dieses Kinderlied, ja, wir wollen ja mal die Kirche im Dorf lassen. Das Ganze basiert alles auf einer Dur-Tonleiter. Wenn man die spielen kann, ist das alles kein Problem mehr. Ah, seht ihr? Ich benutze hier diesen Fingersatz 3 Töne pro Seite. Hat den großen Vorteil, dass wenn man das ganz viel übt, dass man so richtig Metal-mäßig schneller spielen kann. Noch viel schneller, als ich das gerade hinbekomme. Und das hier ist der Startton, das B. Das habe ich rausgehört. Das B war irgendwann mal bei den Nationalspielern mit in der Melodie drin. Wenn man als Nationalspieler oder als Fußballfan singen will, dann muss man ja immer ungefähr so singen. Ne? So gehen die Gauchos. Ist manchmal relativ schwer, die Tonhöhe, die Tonart genau daraus zu kristallisieren. Ist aber auch egal, ihr könnt das in jeder beliebigen Tonart spielen. Mittelfinger auf die D-Seite und zwar im 8. Bund. Um die Rhythmik kümmern wir uns gar nicht so, weil ihr habt die Melodie im Ohr. Macht es einfach so, wie ihr es gewohnt seid, von dem, was ihr kennt, was ihr gehört. Cool. Das Schöne ist, der zweite Ton ist im selben Bund. Man muss nur auf die A-Seite wechseln. Und wir gehen wieder zurück auf die D-Seite. Also erstmal nur dieses Quartintervall. Beides Töne der Tonleiter. So, und dann bewegen wir uns die Tonleiter ein bisschen aufwärts. Zwei Töne noch auf der D-Seite. Also einmal das klingende B, dann das klingende C und dann das klingende D. Könnt ihr mal vergleichen mit der D-Seite. Hier haben wir also eine Oktave. Wir brauchen natürlich das hohe D, weil es in der Melodie liegt. Also nochmal von vorne. Und dann haben wir es fast geschafft. Wir brauchen nur noch einen Ton mehr. Noch einen Ton höher. Und den Ton hatten wir bisher auch noch nicht. Das ist das Cis, was unter dem D liegt direkt. Ein Bund unter dem Grundton. Aber das ist auch alles. Und ich muss mich mit den Fingern überhaupt nicht von den Bünden wegbewegen. Ich bleibe mit diesen vier Fingern immer in diesen vier Bünden. Das macht es so praktisch. Und diese Bewegungsabläufe seid ihr gewohnt, wenn ihr schon die B-Dur-Tonleiter spielen könnt. Das sind die Töne, die ihr braucht. Also schauen wir uns an, wie es weitergeht. So, wir gehen wieder hier in den 8. Bund. Dann in den 10. Bund auf die D-Seite mit dem kleinen Finger. Als nächstes haben wir die G-Seite wieder, jetzt diesmal im 7. Bund mit dem Zeigefinger. Und dann wieder der Grundton, das heißt Mittelfinger im 8. Bund auf die D-Seite. Dann haben wir wieder das klingende C mit dem kleinen Finger im 10. Bund. 7. Bund auf der D-Seite mit dem Zeigefinger und ich lande beim Grundton. Das klingt alles immer so kompliziert, wenn ich sage, ne? Ich finde es zumindest so, kleiner Finger in den 10. Bund auf der so und so Seite, damit das klingende so und so der Ton erzeugt, was übrigens die Sekunde ist. Puh, alles irgendwie nicht so einfach. Wenn man aber, ich sag mal, diese 6 Töne kann, immer Zeigefinger, Mittelfinger, kleiner Finger,
immer die Bünde 7, 8 und 10. Dann hat man schon so ziemlich alles, was man für die Melodie braucht. Einziger Ausfallschritt sozusagen ist der Sprung auf die A-Seite. Dieser Sprung, den ich auch mit dem Mittelfinger mache. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr könnt das gut auch jetzt selber mal üben. Wenn ihr Lust habt, schickt mir ein Video davon, wie ihr das bis zur Perfektion bringt. Viel Spaß auf jeden Fall beim Üben und jetzt beginnt der langweilige Teil des Soundvlogs. Viel Spaß!